ist wahrscheinlich sehr gerne mitgenommen, diesen Punkt, jetzt nach dem Spiel. Ein bisschen enttäuscht wegen des späten Gegentors. Ja. Ja, genau so ist es. Also vor dem Spiel hätte ich den Punkt auf jeden Fall genommen, wobei wir trotzdem hergefahren sind, um zu gewinnen, weil ich denke, dass in dieser Quali-Gruppe wirklich jeder jeden schlagen kann und jeder gegen jeden verlieren kann, und da ist es völlig wurscht, und dadurch, dass keine Zuschauer in einem Stadion sind, ist es auch völlig wurscht, ob man zu Hause oder auswärts spielt, und aus dem Grund sind die Resultate sehr, sehr knapp in allen Quali-Spielen, meistens mit einem Torunterschied oder unentschieden, und so war es auch heute auch. Durch den Verlauf des Spiels oder wie es gekommen ist, bin ich natürlich enttäuscht. Auf der anderen Seite hat die Austria schon die eine oder andere große Chance auch gehabt, da muss man fair sein, also man kann das Spiel natürlich genauso verlieren, wie ich gesagt habe. Aber wenn du dann am Ende des Spiels einen Elfmeter gegen dich kriegst, dass der fast an Lächerlichkeit grenzt, und dann 3 oder 4 Minuten vor dem Ende halt ein Tor kriegst, es ist eigentlich wurscht, wann du das kriegst, aber wenn es so knapp ist, dann tut es doppelt weh, dann bin ich natürlich enttäuscht, weil gar nicht jetzt um den Sieg oder um den Rekord, was da gibt mit 10 Punkten, hat noch kein Trainer geschafft, das ist mir völlig egal, es geht einfach um das, 2 Punkte mehr auf dem Konto hätten uns richtig gut getan in dem Abstiegskampf, weil wir sind da mittendrin noch immer, also das hat sich nichts verändert, wir haben einen Punkt gemacht, der ist schön, aber leider kein Dreier. Danke, eure Fragen bitte. Das ja. Beginne ich einmal. Andi, trotzdem Glückwunsch zum Punkt. Was mir aufgefallen ist, es waren von der Charakteristik her 2 völlig unterschiedliche Halbzeiten. Was hast du deiner Mannschaft in der Pause mitgegeben? Denn nach Seitenwechsel habt ihr auch nach vorne hin deutlich mutiger agiert. Wir wollten erste Hälfte genauso mutiger agieren. Wir haben ja eigentlich im 4-4-2 begonnen, haben dann schnelles Tor geschossen und haben dann Probleme gekriegt. Die Austria war einfach gut und hat uns nach hinten gedrängt und haben dann auf 5-4-1 umgestellt und wollten da genauso weiter kontern. Ist uns dann fast nichts mehr gelungen in der ersten Hälfte. Und ich wollte das Match einfach gewinnen dann, weil ich gesehen habe, wir haben da eine Chance zu gewinnen, und habe dann in der Pause Ante Bajic und Marco Grill gebracht. Und von der Ordnung her ist alles gleich geblieben. Natürlich kriegst du mit den beiden brutalen Speed dazu. Tolle Qualität der beiden Jungs, nicht umsonst geht der Grilli im Sommer zu Rapid, also die wissen schon, wenn sie sich da geholt haben, und das war dann zweite Hälfte natürlich um einiges gefährlicher nach vorne, ja. Du hast es angesprochen, ihr schaut nach unten, in der Tabelle fehlen euch aber nur 3 Punkte auf die Austria. Ist es jetzt gerade so eine, ich sage mal, Fallensituation, weil nach unten sind es 5, nach oben 3, oder ist das für dich einfach nur von Spiel zu Spiel schon? Es ist von Spiel zu Spiel. Ich weiß nicht einmal, wie die anderen Mannschaften gespielt haben, weil ich mich auf das konzentriert habe. Und ja, nochmal, 2 Punkte mehr wären geil gewesen, aber so ist es nicht. Und darum Fokus aufs nächste Spiel. Markus? Punkt war wichtig, weil dann sagte sie, die hat mir gewonnen, so Brücken hat angeschrieben. Das heißt, der eine war zumindest einmal goldeswert, weil man natürlich. Ganz, ganz wichtig gewesen. Du hast vor dem Spiel zu mir gesagt, es gibt keine Bälle. Hat es sich trotzdem mal herausgezeigt, dass man auch vielleicht in den nächsten Spielen gewisse schon der Stammkräfte vorgenommen hat? Ja, also ich habe es auch vorher gesagt, es gibt für mich keine Stammkräfte. Man hat meine ersten Aufstellungen gesehen. Mir ist es völlig egal, ob einer jung ist, ob einer alt ist, ob er Linksfuß oder Rechtsfuß ist oder wo er herkommt. Ich versuche in der Woche die 11 Besten daraus zu finden, um am Wochenende Punkte zu machen und zu gewinnen. Und jetzt war es halt auch so, ich habe so einen großen Kader mit 29 Spielern und alle sind fit. Und in englischen Wochen geht es an die Substanz, das ist Fakt, du kannst so schnell nicht regenerieren. Und aus dem Grund hat es sich angeboten, ganz einfach neue Spieler, frische Spieler zu bringen. Und das haben wir gemacht und die Jungs haben das, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Und das war einfach der Hintergrund. Und das hat's, ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Jungs, die haben das wirklich brav angestellt und hat gut gepasst. Das heißt, der Kopf ist größer geworden, weil du es ist kein Kopf, sondern es ist eine Freude, dass ich weiß, ich habe viele Spieler im Kader, auf die ich mich verlassen kann, und
Jetzt werden wir gegen St. Pölten schauen, dass wir wieder die beste und frischeste Truppe auf den Platz bringen, um dort das nächste Spiel zu gewinnen. Was nicht einfach wird, glaube ich. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann wünsche mir einen wunderschönen Abend. Dankeschön.